Ihr schreibt mir immer wieder Mails und Kommentare zu einer Art von interessanten Fragen. Kann ich eigentlich zum Datum X schon oder noch auf den Berg Y gehen? Ab wann ist der Berg XYZ möglich? Und so weiter. Um diese berechtigten und spannenden Fragen geht es heute. Das heutige Video ist mal etwas kürzer, da es dazu nicht extrem viel zu wissen gibt, aber trotzdem viel Halbwissen herumjongliert wird. Was fällt euch zum Thema Frühling ein? Richtig, die Bergsaison steht wieder an. Die Ski können weggepackt werden. Doch dann kommt auch die Frage auf, geht die Zugspitze schon? Geht dieser Berg über jenen Weg eigentlich schon? Und so weiter. Und da merke ich immer, erstens mal, wir sind ungeduldige Wesen, was ich auch bin. Und zweitens, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wann wir auf welche Berge gehen können. Das kommt vor allem aus dem Lehrbuch, wenn man mal alle Tipps und Tricks, die man so gelernt hat, darunter zusammenfassen will. Denn früher war es ja tatsächlich so, von Oktober bis Anfang Juni war im Hochgebirge und Mittelgebirge Winterschlaf. Skitourengeher waren reichlich zufrieden, aber der Bergwanderer hatte in der Zeit nichts zu melden. Juni, Juli, August und Anfang September waren die Bergmonate. Davor und danach lag reichlich Schnee. Heute hat sich das ein wenig verändert und das sehen wir natürlich. Durch die Veränderungen beim Jetstream hatten wir in den letzten Jahren immer wieder Wetterextreme, auch im Frühling, also in der Zeit, in der wir erstmals nach Bergtouren suchen würden. Ganz aktuelles Beispiel wäre der März, in dem es extrem trocken war, vor allen Dingen zu Beginn des März. Außerdem war es ziemlich warm, was letztlich dazu führte, dass ich auf 1700 Metern im kurzen T-Shirt herumspaziert bin. Kurz habe ich mich gefreut, dass der Übergang zum Frühling und einer langen Wärmeperiode jetzt schon begonnen hat. Aber daraus wurde nichts, denn Anfang April kam der Winter wieder zurück. Und heute haben wir weiße Weihnachten, Ostern. Jetzt kann man wieder mehr Skitouren gehen als Anfang März. Völlig verrückt. Aber hier ist es jetzt wichtig, auch als Bergsteiger flexibel zu bleiben. Die Touren, die ich im März gemacht habe, könnte ich heute unmöglich machen. Ich bin also kurz aus dem Bergsteiger-Winterschlaf erwacht und habe mich jetzt wieder für die Tourenski entschieden. Besonders schwer ist das natürlich für alle, die im Winter die Berge meiden wollen. Jetzt also zur Frage, geht die Zugspitze eigentlich schon? Also grundsätzlich geht ja jeder Berg immer. Das ist zwar eine strittige Aussage, aber objektiv ist sie richtig. Man muss sich eben über die Gefahren im Klaren sein und gut vorbereitet anrücken. Dann sind eigentlich alle Berge möglich. Aber sie sind eben unnötig schwierig oder gefährlich. Damit ergibt sich leider auch ein Irrglaube, was die Monate und Jahreszeiten für die Berge betrifft. Denn die Monate sind heute nicht mehr hilfreich, sondern ihr könnt euch die guten und schlechten Zeiten für Berge mittlerweile selber herleiten. Es gibt eigentlich nur vier Arten von Wetterlagen, die in den Bergen wirklich wichtig für uns sind. Kalt und nass, warm und nass, kalt und trocken, warm und trocken. Warm und trocken und kalt und trocken sind die wichtigsten Wetterlagen für die Bergsteiger im Frühling. Denn kalt und trocken heißt, dass der Rest Schnee einen trägt und man keine Schneeschuhe oder Ski braucht. Steigeisen vielleicht höchstens. Warm und trocken heißt, dass der wenige Schnee, der aufliegt, entweder gerade schmilzt oder eben schon weggeschmolzen ist. Kalt und nass ist die blödeste Option. Die hatten wir leider Anfang April und diese Phase hält auch immer noch teilweise an und dauert auch länger als erwartet. Das heißt auch gleichzeitig, dass die Zugspitze, um beim Beispiel zu bleiben, jetzt eben unnötig schwierig oder gefährlich ist. Warm und nass ist übrigens weniger schwierig als vielmehr gefährlich. Denn regnet es in hohen Lagen in Schneefelder hinein, werden diese labil und rutschen als Ganzes ab. Im blödesten Fall steht man gerade drauf und reitet das Schneebrett nach unten. Gleichzeitig ist die Warm- und Nassperiode aber auch die effektivste Anti-Schnee-am-Berg-Methode. Denn der Schnee wird durch die Wärme und durch den Regen richtig zerfressen. Das Problem ist, diese vier Wetterlagen sind überhaupt nicht monatsabhängig. Das sieht man ja auch jetzt gerade. Ende Februar war es warm und trocken. März war es warm und trocken. Jetzt im April nass und kalt. Heißt, im März ist man vielleicht schon relativ gut über den Stopselzieher auf die Zugspitze gekommen. Natürlich in Eis und Schnee, aber vertretbar. Jetzt wäre das Ganze eine ganze Hausnummer gefährlicher und schwieriger. Auch für die Skitourengeher ist dieses Thema natürlich wichtig. Denn der heurige Winter und Frühling machen Unfälle bei Skitouren wahrscheinlicher. Felsen sind nicht mehr so stark eingeschneit. Es gibt kaum einen stabilen, festen Schneeuntergrund in niedrigen Lagen, der so dick ist, dass er Baumstümpfe überragen würde und somit ungefährlich machen würde.
Und jetzt, mit dem vielen Neuschnee, ist genau das aber eigentlich nicht mehr sichtbar und somit gefährlich, wenn man eigene Linien ziehen will. Tja, dieser Frühling ist für den Arsch. Das ist meine fachlich ausgedrückte Meinung dazu. Aber machen kann man dagegen ja eh nichts. Aber das Thema ist natürlich trotzdem wichtig, und zwar im Sinne der Tourenplanung. Fragt euch in Zukunft also nicht mehr, welchen Monat wir gerade haben, um eure Bergtouren einzuschätzen, sondern fragt euch, was in der letzten Zeit so passiert ist. Dafür könnt ihr euch zum Beispiel Wetterarchive anschauen. In Kombination mit Webcam-Bildern aus unterschiedlichen Regionen und vor allem Höhen könnt ihr so eure Tour viel besser planen. Natürlich ist es unwahrscheinlicher, dass eure Bergtour XY im Februar schneefrei ist, als wenn wir gerade Juni hätten. Aber unmöglich ist natürlich nichts. Umgekehrt aber solltet ihr sehr vorsichtig sein, wenn ihr Ende Mai große Touren vorhabt, denn unmöglich ist eben wirklich nichts. Extreme Schneelagen oder komplette Dürre, beides kann ich euch für Ende Mai als möglich und plausibel erklären. Aber Vorsicht, bei den Webcams müsst ihr immer auf zwei Dinge achten, nämlich zum einen Exposition der Blickrichtung und des Hangs, der da gerade angezeigt wird, und vor allem die Höhe der Kamera und des Bildes. Denn nur dann wisst ihr, ob das Bild für eure Tour überhaupt repräsentativ ist. Es bringt euch nämlich nichts, wenn die Südseite trocken und fast schneefrei ist, wenn ihr in einer Nordseite wandern gehen wollt. Und ein weiterer Praxistipp ist eigentlich sehr ähnlich, dafür braucht ihr aber gar keine Archive. Wenn ihr eine Tour für das Wochenende plant, dann schaut euch das Wetter nicht erst am Freitag an. Beobachtet ab Montag ganz genau, was passiert, und haltet Ausschau nach den vier Wetterlagen, die für uns Bergsteiger wichtig sind. Also ist es kalt oder warm oder ist es nass oder trocken? Was gut und was schlecht ist, das haben wir ja bereits geklärt. 4 Tage im Voraus diese Informationen zu sammeln, kann euch bei eurer Tourenplanung einen großen Vorteil bieten. Ihr könnt die Schneeschuhe beispielsweise zu Hause lassen oder eben einpacken und seid dementsprechend perfekt ausgerüstet. Das trifft aber natürlich auch auf ganz viele andere Ausrüstungsgegenstände und nicht zuletzt natürlich auch euer Ziel zu. Denn sind die Tage einfach zu nass gewesen, das Wochenende ist aber unfassbar schön, dann nehmt euch einfach ein etwas niedrigeres Ziel vor und schon kann's losgehen. Und ein kleiner Tipp, vertreibt euch die schwierigen 2-3 Wochen, die jetzt vor uns liegen, doch einfach mit Training für die schöne Sommerzeit. Geht laufen oder auf einen schönen Trail oder geht in einen schönen Klettergarten. Die Berge, die machen sich gerade bereit für eine einwandfreie Wander- und Bergsaison. In diesem Sinne, achtet bitte auf euch und vergesst nicht, umkehren ist keine Schande. Es ist der Beweis für einen starken Kopf und eine vernünftige Haltung. Wenn die Bedingungen euch nicht entsprechen, dann kommt einfach wieder. Der Berg läuft ja nicht davon. Wir sehen uns dieses Jahr sicherlich in den Bergen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!